Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3 der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Lass mich rein, du kleines Madnanja. So, haben wir nichts Interessantes gefunden. Ich will mal kurz reingucken. Ja, jedenfalls die Let's Beta Dragon Quest 3 von den SNES Projects, falls ich es gerade vergessen habe, haben sollte zu erwähnen. Ich glaube, ich habe es aber gesagt. Egal. Wir gehen jetzt noch mal in diesen komischen Dungeon, wo die ja die komischen Diebes-Typis rumhängen. Und da werden wir einfach mal die Leute doch mal vom Kopf hauen. Ich bin ja so froh, dass es so eine Art Game Guides gibt. Die können sie vermehren, die Pilze. Oh mein Gott. Weil die haben mir nämlich verraten, dass wir eigentlich auf dem richtigen Kurs waren soweit. Wo muss ich denn jetzt noch hin, Mann? Ach, bitte mal der. Verlaufen. Hier muss man doch lang. Guten Tag. So. Hat man die kleinen Schakals und besiegt. Das ist ja super toll. So, na dann. Wollen wir gucken hier. So. Übrigens, wer bist du? Go home before you get into trouble. Eigentlich stand da, man soll gegen die kämpfen können, irgendwie. Go home before you get into trouble. Deine Mama. Ey, kann das sein, dass hier ein Trigger fehlt? Nee, weil jetzt ohne Mist. In dem Game Guide stand da. In diesem Cave gehst du rein, dann gehst du einen Screen nach unten, nach unten, nach links, nach unten. Dann kommt diese coole Tür. Dann gehst du nach rechts die Treppen runter, dann gehst du ein Stückchen nach links. Und dann gehst du nach unten. Du gehst durch die graue Tür durch und dann kommen dann zwei Typis, die dich dann fragen, ob du der Gruppe beitreten möchtest. So. Und? Fragen sie mich? Nee, fragen mich nicht. Übrigens, wer bist du? Übrigens, wer bist du? Das ist doch total Müll, Leute. Falls hier jemand zusehen sollte. Das haben wir schon. Mann. Falls jemand zusehen sollte, der das Spiel schon ein wenig kennt, der möchte mir doch bitte meinen Fehler mitteilen. Ein Schwert steckt in der Auslage. Oh, toll. Nichts in der Tasche zu finden, bla bla. Jetzt mal ohne Mist hier. Das geht doch nicht. Hallo. Go before you get into trouble, Alter. Mal haben wir ja irgendwelche Items, die wir da benutzen könnten oder so. Komm ich eigentlich in meinen. Go before you get into trouble, Baba. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ach so, ja. Item. Gucken wir nochmal. Nö, nö. Nö. Mit. Nö. Mit. Die bis Schlüssel benutzen. Hiermit kannst du jede beliebige Tür öffnen. Ho, ho, ho. Brief des Königs benutzen. Niemand auch. Blablabla, blablabla. Wenn nichts knützt. Lass mich hier durch, Mann! Ich werde ja wahnsinnig. Das ist doch voll der Blödsinn. Ich bin gleich nochmal da. Ich muss mir das jetzt nochmal durchlesen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich auch wieder. Und das scheint jetzt hier wirklich ein Bug in dieser Version zu sein. Weil man kann hier nichts falsch machen. Ich meine, nach oben und einen nach rechts und schon sind wir am Ausgang. La. So, halt, mal gucken. Aber ich habe noch was anderes entdeckt, damit wir nicht ganz so sinnlos durch die Pampa latschen. Jo. Und zwar Magie, teleportieren, Dharma.
Yeah. Cool. Und wir machen hier noch ein paar Gegner tot. Das ist ja toll. Oh, Red ist Stufe 18. Oh, geil. Oh, yeah. Ah, hier ist ja gar nichts. Oh, die Widder. Ich liebe diese Widder, weil die sind echt scheiße. Bin ich ja richtig? Ich glaube schon. Ja. Oh, da ist ein Shrine. What the? Himmelsdrache C! Oh mein Gott! Sie werden uns sowas von töten! Red, du bist unsere einzige Hoffnung. So, und schon wären wir wieder hier. Ich wollte jetzt hier nicht unsere Levels aufgeben. Deswegen habe ich jetzt den Spielstand wieder geladen, so wie wir diesen Part angefangen haben. Ist das nicht toll? Teleport nach Darm. Teleport. So, und hier ist doch irgendwo ein Inn versteckt. Ich weiß bloß nicht mal, wo. Wo ist der Inn? Guten Tag. Hätten Sie mal einen Inn für mich? Nö. Mir anscheinend verguckt. Ah, guck mal einen an. Stimmt. Ich wusste, es war irgendwo oben. So, dann lass uns mal hier pennen, alter Mann. Danke. Ha, heftig. Mega heftig. Ja, gehen wir nochmal Richtung Norden. Ja, Chimärenflügel. Oh, super toll. Was sind das für Blobs? Metallblob. Der Metallblob wird uns besiegen. So, und schon ist Red wieder Stufe. Oh, Mary ist auch Stufe. Hm. So, dann gehen wir nochmal in den Turm rein. Und gucken uns den ja nochmal genau an. Wir müssen irgendwo mehrere Teleporter sein. Das sieht nicht aus wie ein Teleporter. Sind das hier Teleporter? Guten Tag. Pix auf dem Boden, aber läuft nix. Mama! Gehen wir hier rein. Ups. Gucken uns hier das nochmal ganz genau an. Ich habe ja echt von mehreren Teleportern gelesen. Oder hier fehlt wieder ein Event. Tja, da ist also der Teleporter von dem alten Mann. Okay. Da ist nur eine Wand. Okay. Und da sind wir nur runtergefallen, okay. Okay. Mann. Mach den Bauer schneller tot, dir fliegt das. So. Hier können wir ja noch weiter gucken. Haben wir gar nicht beachtet. Oh. Das war gefährlich. Wir wären ja beinahe runtergefallen. So, und da haben wir noch einen Porter. Momentane Teleportation kenne ich aus Dragon Ball. Da musste man aber wissen, wo man eigentlich hin will und wo das ist. Oh, nett. Unten? Oben? Truhe. Na, darf nicht mit der Truhe reden, Mensch. Prima, du findest Mini-Medaille. Nice one. Hat sich doch schon wieder gelohnt hier, dieser Weg. So, dann gehen wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn weiter. Da lang. Mal gucken, was passiert. Oh, hier sieht es größer aus. Dann gehen wir doch erstmal oben lang. Höher. Und. Ja. Pick öffnet die Truhe. Ah, 448 Goldmünzen. Das frage ich mich auch immer, wie kommen die Leute immer auf solche Beträge in eine Truhe reinzuschmeißen? Also jetzt so als Game Designer kann ich mir das schon so ein bisschen vorstellen, weil ein bisschen Randomness halt reinbringen. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dort geht wirklich jemand hin und versteckt in dieser Truhe, wo sowieso eigentlich jeder hin kann, Geld. Warum packt er dann genau 448 Groschen rein und nicht irgendwie 450 gleich? Hä? Oh. Eine Silbertiara. Oh, das ist was für Sailor Moon. Dann ist Sailor Moon dabei. Mal gucken, ob es was benutzt. Silbertiara. Oh, warte mal. Abgeben an den Beutel. Halt. Den Chimärenflügel können wir auch da. Ja.
So, abgeben, nein. Ausrüsten? Nein. Okay. Oh, es bringt halt was und dann wird jetzt Mary die Silbertiare anlegen. Jo. Nice one, nice one. So. Ups. Hehe. Scheiße. Oh ne, nicht irgendwo wieder so ein abgefuckter Fuckerdrache. Boah, der war Hat ja voll reingehauen, ey. Magie. Nein, keine Magie. Item. Beutel, Heilkraut benutzen. Mann, ey. Geh mir doch nicht auf den Keks. Oh, Mary hat es ganz knapp überlebt. Hua. Nur durch die Silbertiere hat sie überlebt. Sie wurde geschmiedet aus dem Silber des Mondes. Hm. Was macht man jetzt hier? Mann, ist noch so ein Himmelsdrache. Oh, die gehen aber doch ganz easy peasy. Hm. Und weg. Und den ganzen Weg nochmal. Oh mein Gott, furchtlose Motten. So, ich mache ein bisschen mit Frameskip arbeiten. Damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. Oh ne, oder? Der könnte mal tierisch. Könnte mich mal so. So. Unten sind wir lang. Oben sind wir lang. Oben lang. Oben lang. Ne, unten lang. Aha. Ne. Da ist ja gar nichts. Voll blöd. Zip. Oh mein Gott, wir sind wieder Motoren am Start. Oh, Kilbill ist auch bald down. Items, Beutel, Heilkraut benutzen auf Kilbill. So. Heilkraut benutzen auf Kilbill. Heilkraut benutzen auf Mary. Heilkraut benutzen auf Mary. So. Hüp. Dann gehen wir mal hier oben lang. Haben wir auch nichts geschafft. Toll. Das ist also sehr labyrinthmäßig hier irgendwie. Hm. Ich habe was verpeilt. Andere Wege gibt's nicht, ne? Hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Oha. Hm, wo müssen wir da jetzt lang? Schnarch. Tolle. Ich wollte schon immer Schnarch lernen. Der Drache ist nicht besonders schnell, habe ich das Gefühl. Vielleicht können wir irgendwo von dem Seil aus irgendwo reinfallen. Ach, ich weiß es doch. Oh, ne. I don't know. Hm. Ne. Vielleicht gibt es hier noch andere Wege. Nein, gibt es anscheinend nicht. Keine Ahnung, mir verschlägt die Sprache, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Ich überlege hier. Und das hört sich immer so an. Denken, 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 denken. So wie Winnie Pooh das immer gemacht hat. Ich hau mir dann auch mit der Faust auf den Kopf. Denken, denken, denken. Und hier war ja auch nichts weiter. Deswegen bin ich so extrem überfragt, weil... Erstens optionales Event. Ganz optional hier. Und zweitens... Don't know. Welche coolen Items, von denen ich nichts weiß. Eine Fellmütze. Nee. Nee, das Reisegewand wird uns auch nicht viel bringen. Hm.
Ja klar ist da nichts. Ich sehe doch selber, dass da nichts ist. Wartet mal. Das muss irgendwas mit dem Ding da zu tun haben. Und nochmal ganz schnell, ne? Wupp. So. Rüber teleporten, so. Gehen wir mal hier hoch. Hoch. Und sehen, dort ist nichts, okay. Bei dem habe ich mal ganz genau gemerkt, da war überhaupt nichts. Guck mal. Fahren wir mal hier runter und gucken, was passiert. Hey, nice one! Und da drinnen ist ein Zen-Buch. Da kann man bestimmt Mönch werden oder so was. So what? Oder war das Zen-Buch jetzt das heilige Meditationsbuch da? Was ich jetzt dem Opa geben muss, damit der Opa mir wahrscheinlich irgendwas gibt, wo ich nicht weiß, was er mir gibt. Deswegen... Probieren wir es doch mal aus, wa? Zack. Hi, Obi. Guten Tag. Was tust du? Stör mich nicht beim Meditieren. Item. Abgeben. Nehmen. Anschauen. Benutzen. Es ist sehr schwer. Stör mich nicht beim Meditieren, Baby. Fehlt auch wieder ein Event? Diesmal wirklich vielleicht? Naja, man weiß es nicht. Na gut, Leute. Wollte ich mal sagen, wir unterbrechen diesen Part hier an dieser Stelle, indem wir diesen Tempel wieder verlassen. Der war jetzt irgendwie ein bisschen sehr sinnlos. Na gut. Also, wollte ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich freue mich drauf, jedenfalls. Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und tschaußen.